wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich entschlossen, meinen Fotoapparat wieder in die Hand zu nehmen. Dazu lese ich ein Kamera-Handbuch zu einem Fotoapparat, den ich habe. Das ist der Fotoapparat. Kann man vielleicht sehen. Ist ein zweites Objektiv dazu. Ich habe zwei Objektive für den Fotoapparat. Und ich habe ein Handbuch. Das Kamerahandbuch, Ihre Kamera im Praxiseinsatz, so sieht das aus. Und ich bin angekommen in Kapitel 1, die Canon EOS 700D kennenlernen. Dann gibt es die Kamera kurz vorgestellt, alle Bedienelemente im Überblick, startklar für die ersten Aufnahmen. Ich habe mir eine Uhr gestellt, damit das Ganze nicht zu lange dauert. So, die Kamera kennenlernen. Mit der Kamera lassen sich auch ungewöhnliche Perspektiven sehr entspannt aufnehmen. Die Schärfe können Sie über den Touchscreen sehr frei positionieren. Dazu gibt es hier ein Bild. Das ist das hier. Die vielen Bilder im Buch finde ich sehr schön. Was die Kamera hat, was wirklich von Vorteil ist, ist ein schwenkbarer Bildschirm. Das ist der hier. Mal zeigen, so sieht das Ding von hinten aus. Den Bildschirm kann man schwenken. Wenn man zum Beispiel am Boden fotografiert, kann man den so hochdrehen. So kann man auslösen. Wenn man, ich weiß gar nicht, zweimal draufklickt, hier ist dann sitzt der Auslöser. Und man kann Schärfepunkte auswählen, wenn man den entsprechenden, ich glaube, das ist der Live-Bild-Modus, wenn die das ausgewählt hat. Dazu braucht man bei so einer Aufnahme ganz sicher ein Makro-Objektiv. Das Ganze ist mit einem, steht hier, lichtstarken 35mm Objektiv aufgenommen worden. Ja, die Kamera kennenlernen. Canon hat die Spiegelreflexkamera am oberen Ende der Einsteigerkameras positioniert. Sie hat eine Menge Eigenschaften, die dem Einsteiger das Fotografieren deutlich erleichtern, wie zum Beispiel Motivprogramme für Standardsituationen wie Sport, Landschaft, Nacht oder Porträt. Auf der anderen Seite hat man kaum etwas weggelassen von dem, was Profis von einer Kamera erwarten. Ja, hier sind diese Motivprogramme. Hier dieses Gipsen und Symbol ohne Blitz, das benutze ich schon mal gerne. Und das Problem ist, die Objektive sind gut, so sonderlich lichtstark sind sie nicht. Auf der anderen Seite hat man kaum etwas weggelassen, was Profis von einer Kamera erwarten. Spiegel, Vorauslösung, Spotmessung, ein Blitzsystem wie in den Topmodellen und Full HD Video sind nur einige Beispiele, was Spiegelvorauslösung ist. Ich glaube, das ist dieser Live-Modus. Darüber hinaus steht Ihnen mit der Kamera die ganze Welt der Canon-Objektive und des Zubehörs offen, inklusive etlicher interessanter Angebote von Drittherstellern. Ich habe mir einen Blitz von einem Dritthersteller gekauft, der funktioniert sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden. So, dann gibt es hier ein Bild vom Mond mit einem 400mm Objektiv. Das Ganze muss man noch mit 1,4 was weiß ich was multiplizieren, dann hat man so ungefähr die Brennweite, das werden dann korrigiert über 550mm. Ich kann das Bild mal zeigen, das ist das Bild hier. Die Canon EOS 700D kurz vorgestellt, die Kamera kurz vorgestellt. Die EOS 700D ist also eine Kamera, mit der Sie als Einsteiger gut arbeiten können.
aber die Sie auch nicht enttäuschen wird, wenn Sie schon ein ambitionierter Anwender oder ein Profi sind. Seit einem Vorgängermodell verwende ich immer eine oder zwei oder drei, eine der zwei- oder dreistelligen Canon als Zweitkamera. Aha, der nimmt die also als zweite Kamera mit. Gerade wenn ich mit leichtem Gepäck arbeiten möchte und ein zweiter Profi-Buddy einfach zu schwer werden würde. Ja, mit Buddy meint er wohl dieses Kameragehäuse. Kann ich mal gerade zeigen. Objektiv kann man abnehmen. So, und dann hat man hier das Kameragehäuse. Das ist das Kameragehäuse. Das ist das Objektiv. Kann man wieder zusammensetzen. Sollte man nicht so lange runternehmen. Das Problem bei sowas ist immer... Gibt es einen roten Punkt? Weiß ich nicht. Nee, das gehört nicht so. So ist richtig. Kann ich auch gerade erklären. Hier gibt es einen weißen Strich. Der gehört auf den weißen Strich. Dann dreht man das so runter. Gibt anscheinend auch noch ein anderes Aufhängungssystem. Jetzt hat man einen roten Punkt. Hier gibt es einen Blitz. Dingsbums. Und dann der Blitz so. Kommt doch hoch. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Naja, wir kommen sicherlich auch irgendwann zu den Blitzen. So. Ich sag nicht Profi-Buddy, ich würde Gehäuse, Kamera-Gehäuse. Ach, das war der Film los, deshalb hat das mit dem, Blitz so komisch. Genauso. Ah, Programmautomatik, der funktioniert es. Bei diesem alles sorglos Modus funktioniert es nicht. So, sowas muss man durch ausprobieren oder durch Nachlesen rauskriegen. So. Und in bestimmten Situationen ist die Kamera sogar meine Erstkamera. Mit keiner anderen aktuellen Canon bin ich so flexibel in der Makrofotografie. Wahrscheinlich liegt es an diesem Schwenkdisplay. Der berührungsempfindliche Ausklappbildschirm ermöglicht es mir auch sonst fast unmöglich, Kamerapositionen mit einem Fingertipp scharf zu stellen und auszulösen. Durch die höhere Pixeldichte, das ist bei mir die höhere Auflösung des Bildschirms, kann ich auch mehr Details aufzeichnen. Wenn ich im Telebereich an die Grenzen komme, das ist dieser digitale Zoom. Die folgenden Abschnitte geben Ihnen eine kurze Einführung zu Bedienelementen der Kamera und zeigen, wie Sie die ersten Aufnahmen mit Ihrer neuen Kamera problemlos realisieren. Prozessor. Die EOS 700D ist mit dem schnellen DIGIC 5 Prozessor ausgestattet und die Kamera kann Reihenaufnahmen mit bis zu 5 Bildern pro Sekunde erstellen.
Da der interne Puffer jedoch im Vergleich zum Vorgängermodell nicht vergrößert wurde, sind im RAW-Format maximal 6 Aufnahmen in Folge möglich. Mit einer schnellen SD-Karte lassen sich danach aber weiterhin kontinuierlich mindestens ein Bild pro Sekunde aufnehmen. Im JPEG-Format schafft die Kamera 22 Aufnahmen, bis der Puffer voll ist. Mit einer 45 Megabit pro Sekunde SD-Karte hält sie die Geschwindigkeit, bis die Karte voll ist. Okay, also da kann man schnelle Aufnahmen in Reihenfolge machen. So, LCD-Monitor. Der LCD-Monitor funktioniert auch wie ein Touchscreen. Den kann ich nochmal zeigen. Das ist das hier. Das ist der LCD-Monitor. Sie lassen bei der EOS 700D die Möglichkeit, nahezu alle Einstellungen durch die Berührung des LCD-Monitors mit dem Finger vorzunehmen. Sie können im Wiedergabemodus mit einer Wischbewegung zwischen den Bildern wechseln und im Live-Bildmodus mit einer Berührung scharf stellen und auslösen. Die Bedienung der Kamera wird dadurch schneller und intuitiver. Der Bildschirm ist nicht nur ein Gimmick, sondern auch ein großer Vorteil der Kamera, was auch immer ein Gimmick ist. Fokus. Bei der Kamera sind alle neuen Autofokus-Missfelder mit Kreuzsensoren ausgestattet. Diese Autofokus-Missfelder, nächste zu wenig, mir sind die zu sehr in der Mitte der Kamera. Ist bei teureren Kameras ist es besser. In schwierigen Situationen steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, eine scharfe Aufnahme zu erhalten. Im Videomodus steht ein Autofokus zur Verfügung, der automatisch das in einem festgelegten Bereich befindliche Motiv scharf stellt. Das dauert zwar immer noch länger als bei einer Videokamera, ist aber in vielen Situationen praxistauglich. So, sonstige Eigenschaften. Der maximal einstellbare ISO-Wert liegt bei 25.600. So können Sie auch in kritischen Lichtsituationen noch ein ausreichend belichtetes Foto schießen. Allerdings tritt bei diesem Maximalwert auch ein deutliches Bildrauschen zutage. Der On-Off-Schalter verfügt über eine dritte Position. Eins, das ist dieses Ding hier, da bin ich zu weit hochgerutscht. Das ist jetzt Videomodus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und das hier ist der Schalter. Ist er da? Und das ist Foto. Das ist der mittlere. Macht auch immer schön Klack, weil der Spiegel rauf und runter geht. Und das ist Off. Also Spiegel an, Spiegel hoch, Spiegel runter, Off. So, Spiegel hoch und Spiegel runter passiert eh bei jedem Foto. Ich kann auch eins machen. Habe ich eh schon so ein Bild? Ich habe vielleicht noch eins. Blitz ist auch angegangen. So. Der Autofokus hat gut funktioniert. Man sieht, dass es ein Blitzbild ist. Das ist auch nicht schlimm. Wir sind hier, erkennt man den Radiowecker. Naja. Also der maximale einstellbare ISO-Wert liegt bei 25.600. Ich hatte auch Glück mit dem Sensor, der hat ein schönes Rauschen. Das ist, habe ich auch schon ausprobiert, nachts an der Küste. Sie können
So können Sie auch in kritischen Lichtsituationen noch ein ausreichend belichtetes Foto schießen. Allerdings tritt bei diesem Maximalwert ein deutliches Bildrauschen zutage. Es ist auch manchmal eine ästhetische Frage, manche wollen das auch haben. Wie gesagt, ich habe es an der Küste ausprobiert, der Sensor hat ein schönes Bildrauschen, ich habe es mir angesehen. Der On-Off-Schalter verfügt über eine dritte Position, über die sich der Videomodus schnell aktivieren lässt. Habe ich eben auch gemacht. Der Ton bei Videoaufnahmen wird mit dem internen Mikrofon im Stereo-Format aufgezeichnet. Das sitzt hier oben, das Mikrofon. Merkt man, wenn man drauf klopft und Videos aufzeichnet. Zudem unterstützt die Kamera die aktuellen Techniken von Canon, wie zum Beispiel die Steuerung von externen Systemblitzen über Funk. Gibt es auch von Drittanbietern, habe ich mir gekauft. Funktioniert wunderbar. Kann ich auch mal vorschlagen. Wie ist das? Blablabla, blablabla, es sind irgendwelche Canon-Blitze bieten. Waren mir zu teuer, sind mir immer noch zu teuer. Ja, und es geht dann weiter mit alle Bedienelemente im Überblick. Tschüss. Mhm.